Herzlich willkommen bei Tollig und Lollig mit Jorben und Marvin. Renz ist fett. Letztes Mal wir haben unseren Streichelzoo noch. Der läuft wie erst geschmiert. Und jetzt haben wir einen neuen Beruf. Wir sind DJs. Und wir haben die ganzen Bitches am Start. Bitches. Aber ich sag so, hey du, Bitch du. Dann machst du so, Bitch, und dann hast du ja Knackarsch. Hey. Ja. Erzähl du mal, was es Neues im Zoo gibt. Neu bei uns ist die frisch angelegte Grünanlage, die wir unserem zuverlässigen Wärter und Tiergärtner Mense zu verdanken haben. Er wohnt mit im Gehege in einem separaten Bereich. Im Angesicht des Todes entdeckte sie ihre Liebe. Als Linda Grey. Und so, ja. Und Larry, sag weiter, Larry. Und an jedem in einer Höhle. Im September. Saß er da, sitzt. Und er achtet auch immer schön dann auf seine Blümelein. Zum Fernseh-Ehepaar. Und er schneidet auch noch unseren Rasen dann mit der Nagelschere. Er nimmt immer alles sehr genau. Und dafür werden wir erstmal den noch nicht für bedanken, aber das wird sich dann schon ändern. Hier. Und oh, in drei Tagen 4 Pfund. Oh nein. Und, oh, nur das ist ja. Isst. Du musst nur essen, dann kriegst du 4 Pfund in 3 Tagen. Das ist die neue Diät. Das sind 2 Kilo. Das ist bestimmt gesund. Essen, essen, essen und schlank werden. Entwässern und glättet ihre Anti-Aging-Stoffe hin. Fördert die Fettverbrennung, was? Ja, siehst du mal, ne? Ja, dann isst zum Beispiel so ein Fisch mit Traubensoße. Mmh. Hört sich sehr lecker an. Hier, Bauch und Hüfte. Prinz Porno. Beine anheben, Hände in den Nacken verschränken, mit den Ellenbogen abweichen, die Beine berühren. So etwa 10 wieder Stunden. Zeig ich euch das mal hier auszulegen. So. Naja, sieht jetzt ein bisschen verkehrt drum aus. Macht aber nichts. Ne? Ja. Oh. Die schönsten Marke-Uptrends. Nee, das ist ja. Ja. Marke. Marke up. Da gibt's Marken. Aha. Gibt's auch bei Client da. Du musst immer doof in der Kamera gucken, das kannst du ja nicht. hier. Mega Schnitt passt zu meinem runden Gesicht. Das passt ja. Oh Gott. Schaut euch das mal an. So sah die Bratze vorher aus und so mit einem neuen Haarschnitt danach. Und die hat keinen Pfund abgenommen wahrscheinlich. Jetzt ist sie eine Prinzessin. Vom Frosch zur Prinzessin. Vom Hühnchen zur Ente. Oh ja, unglaublich. Dieser sportliche Mann war früher mal eine Frau. Ärztekunst. Kann ein Frauenkörper sexuell zum Mann machen? Erster Schritt. Der Busen wird abgenommen, die Harnröhre verlängert. Zweitens Schritt. Der Penis wird geformt. Circa 6 Monate später wird ein aus dem Unterarm entnommener Hautlappen zur neuen Harnröhre geformt. Dabei werden die Nerven der transplantierten Haut an die
Klitoris angenäht. Die sexuelle Erregbarkeit bleibt erhalten. Tja, wie wär's? Noch nicht. Brauch noch ein bisschen. Muss mich noch erst überwinden. Prinz Porno hat's ja schon. Dritter Schritt. Implantate und Prothesen eingesetzt. Nach weiteren 3 Monaten werden sich echt anfühlende Hodenprothesen aus Silikon sowie Schwellkörperplantate eingesetzt. Letztere werden beim Sex über eine manuelle Pumpe, die auch im Hoden sitzt, dann kann man das ja gleich so, die im Hoden sitzt, mit einer Kochsalzlösung versteift. Darfst du noch ins Meer gehen? Ich weiß nicht. Du musst extra ins Meer gehen, dann, wenn du mal willst. Ja. Die 1-Million-Mark-Frage. Was nannte man im Mittelalter Heuke? Ein Mantelumhang, richtig. Du hast 1 Milliarde nachgewonnen. Ja, erzähl mal was. Ich kann nicht immer nur reden. Ja, wir haben jetzt ja einen neuen Beruf. Wir sind TJs. Und es war richtig viel Fun. Wir sind so cool wie DJ Hünni. Scratchy. Hey. Hey. Ja, Hoffmann. Ja. Und, ne? Ja, scratchen wir mal los. Da machen wir hier Iku Iku. Übergang. Iku Iku. Haha, das kann nicht jeder. Außer ne? Genau. Naja. Der ist cool. Ist der. Ganz ja. Cool bist du. Ganz cool. Ja. Hör mal, Sven. Am Baum wird Helm getragen. Brumm! Köstliche Omelettes. Ja, lecker. Bist du so dünn von? Nummer 212. Elkes Mondkrater-Torte. Nein. Doch. Oh, sieht von die lecker Elke. Aus. Ja, der Kuchen auch, wa? Küche. Oh, hier. Einmalig in der Woche feiere ich ein Schlemmerfest. Vorher, nachher. Oh, und ich nehme trotzdem immer ab. Boah. Edith Reichling mit 260 Pfund. Vorher. Edith Reichling mit 71 Kilogramm. Heute. Hat sie in 3 Wochen abgenommen. Fisch. Brumm. Ja, du. Steht doch. Ja, du. Hier. Warum Frauen immer eine Spur raffinierter sind. Sachen bewegen sich meine Rundung unterm Shirt. Hä? Nee, das geht fast zu weit. Echt, immer diese sexistischen Sachen. Hier, für Prinz Porno. Wieder rumwichsen. Ja. Oh, jetzt liest er sich ja auch das nochmal durch. So. Ja, ne? Wir beide sind die TJs. Tollisch und lollisch. Ciao. Hey, du. Chill.